Servus und grüß euch zum weiteren Mod-Film auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns nochmal eins der Repaint-Pakete von Unimatrix 34 an. Er hat sich die Mehrsystem Vectron von Markus 1014 vorgenommen und uns die schönen DP-Repaints dafür erstellt, die vier, die wir hier sehen. Das sind eigentlich zwei Repaints, jeweils mit den beiden vorderen oder hinteren gehobenen Pantographen. Hier sehen wir dann die erste Variante davon, die schöne DB-Verkehrsrotlackierung. Wie gesagt, das ist die Mehrsystem-Lok, die er verwendet hat. Zu sehen oder zu erkennen natürlich auch an den Schiff-Tromabnehmern hier oben am Dach. Hat hier ein verkehrsrotes Kleid verpasst und den DP-Keks draufgeklebt. Die Basissachen wie die verschiedenen Kameraprospektionen seit dem Thank You Patch und so weiter sind natürlich auch enthalten. Und hier haben wir das gleiche dann eben mit dem vorderen gehobenen Stromabnehmer für die verschiedenen Möglichkeiten, eben dann Vorspann zu formen bzw. Doppeltraktionen. Schönes Modell. Gerne. Gute Basis als Vorlage sozusagen gehabt. Also schöne Vectron von unserem Markus 1014. Und dann gibt es noch die schöne, das ist Grünlackierung. Clever fahren, Energiesparen, die Lokführer. Das war mal eine Initiative von DB oder DB Cargo, so eine Energiespar-Olympiade, dass eben hier, glaube ich, der Lokführer oder das irgendwie also eine kleine Olympiade geben sollte, die eben die Energiespar oder die Energieeinsparungen bei den Lokführern ein bisschen besser rauskitzeln sollte. Das ist aber, glaube ich, habe ich mal gelesen, gar nicht so gut angekommen bei den Lokführern oder bei der Gewerkschaft. Ich weiß nicht, wie lange das es die Aktion gegeben hat oder ob die überhaupt mal weiter ausgebaut worden ist. Aber das Repaint soweit ist ja schön geworden, oder die Idee eigentlich ja, dass man hier eben so diese Folierung aufreißt und drunter eben so ein grüner Basislack oder eine grüne Folierung zum Vorschein kommt. Eben so der Umweltgedanke, dass eben einerseits der Umstieg auf die Schiene natürlich Energie sparen soll und dass natürlich auch bei Lokführern, die eben clever fahren, auch wieder Energie eingespart wird, beziehungsweise es ja durch die Mehrsystemlokomotiven oder durch die Drehstromlokomotiven und so weiter ja möglich ist, im beim Bremsen mit der elektrischen Bremse Strom und Energie wieder in die Oberleitung zurückzuspeisen, was ja bei den alten Loks früher bei den Einheitsloks also nicht ging, oder wenn es halt bei den früheren Loks eingebaut worden sind, elektrische Bremse, dann wurde das Ganze einfach über Widerstände, die am Dach waren, in Wärme und Energie umgesetzt und eigentlich verheizt. Das gibt es halt bei den modernen Loks nicht mehr, weil da wird der Strom durch die E-Bremse auch wieder in die Leitung zurückgespeist. So, das war mal so ein kleiner Ausblick auf dieses schöne Repaint-Paket hier. Ich habe hier irgendwo noch einen Erdzug rundum flitzen mit einer Doppeltraktion von dran. Die zeige ich euch nochmal in der Vorbeifahrt. Hoffe euch, dass euch diese kleine kurze Mod-Vorstellung ein bisschen Lust auf diese Loks gemacht hat. Link kriegt ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung mit eingetragen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dieser kleinen Videovorsequenz. Verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. I'm Maverick.